Tee gedeiht in einem Gürtel um den Äquator und bis zum 30. Breitengrad nördlich und südlich. Die größten Anbauländer sind Indien und China. Die größten Exportländer hingegen Sri Lanka und Kenia. Vorbei die Zeiten, in denen jenen der Tod drohte, die Teesamen zu schmuggeln versuchten. In denen stolze Klipper in wilden Wettfahrten den frischesten Tee nach London brachten. Vorbei die Zeiten, als Tee Revolutionen auslöste, wie den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Eingeläutet wurde er durch die berühmte Bostoner Tea Party, bei der hunderte Kisten Tee ins Meer gekippt und der britische Steuereinnehmer geteert, gefedert und mit Tee gefoltert wurde. Heute ist Tee ein Welthandelsprodukt. Auf schnellstem Wege gelangt er in die Großlager der Wiederverkäufer. Es waren die europäischen Kolonialmächte, die durch ihre Initiative, auch ihre kapitalistische Brutalität, in weniger als 100 Jahren außerhalb Chinas und Japans aus bergigen Urwäldern unübersehbare Plantagenlandschaften schufen. Beginnend um die Mitte des vorigen Jahrhunderts entstanden durch die Arbeit von Generationen von einheimischen und herbeigeholten Arbeitskräften jene faszinierenden Teegärten, die heute Hügel auf, Hügel ab das Land prägen. Eine ungeheure zivilisatorische Leistung. Tee ist heute einer der wesentlichen Wirtschaftsfaktoren für die Erzeugerländer. Rund 3 Millionen Tonnen jährlich werden weltweit produziert. Tee braucht lehmigen Boden, warmes Klima, hohe Feuchtigkeit und dauernde Pflege. Während dieser uralte Teebaum noch seinen Samen produziert, wird der moderne, hochspezialisierte Teebusch durch vegetative Art vermehrt. In sogenannten Nurseries wird der Steckling kenntnisreich und liebevoll aufgezogen und zu Teebüschen gezüchtet, die Einheitlichkeit garantieren. Once the plant is planted, this is how you will see it after 45 days. You see the roots coming out, it's beautifully like this. Nach einem Jahr ist der Setzling widerstandsfähig genug, um in die Teefelder ausgesetzt zu werden. Nach 7 Jahren wird der Busch zum ersten Mal bepflückt. Gepflückt werden die 2 obersten Blätter und die Blattknospe. 2 leaves and the bud.